CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kochen will gelernt sein, genauso wie Anträge schreiben. Und gerade bei Ihrem Antrag sehe ich, drücken Sie in Zukunft etwas weniger auf die Copy-and-Paste-Taste, dann kommt auch was Neues raus. Denn wir reden heute über nichts Neues, über einen Antrag, der gefühlt schon mehrfach gestellt worden ist und gezählt mindestens zu oft. Ich verstehe ja Ihren Ausgangspunkt. Und da sind wir uns alle in diesem Haus einig, dass eine gute, eine gesunde Ernährung die Basis für ein späteres Leben ist, dass wir in jungen Jahren die entscheidende Basis setzen. Ich glaube aber, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und wenn ich Sie so reden hörte, habe ich mir gedacht, ja, wo leben wir eigentlich? Sie reden über Dinge, die in vielen Bundesländern, vor allem in Bayern, längst selbstverständlich sind. Und wenn ich an das Schulfach Ernährung denke, das gibt es in Bayern fächerübergreifend. Und wenn ich daran denke, dass es in Bayern auch selbstverständlich ist, dass Grundschulkinder regelmäßig auf Bauernhöfe gehen, dass sie die Zusammenhänge lernen von Säen, Wachsen, Ernten, Essen, dass sie wissen, dass das Lebensmittel nicht aus dem Supermarktregal kommt, sondern vom Acker bzw. vom Stall, wie ein Lebensmittel schmeckt, wie es riecht, wie man es genießen kann. All diese Dinge. Selbstverständlich, aber ich gebe zu, man kann da immer noch mehr machen. Und wenn Sie nun dem Bund vorwerfen, dass da gar nichts passiert wäre, übrigens schon unter Ilse Aigner, jede Menge, wenn ich an den nationalen Aktionsplan in Form denke, da geht es nicht nur um Gesundheit, da geht es auch um Bewegung, also um einen gesamtheitlichen Ansatz. Wenn ich an die Landfrauen im Deutschen Landfrauenverband denke, die sich diesem Projekt Schmeck's Bergen gewidmet haben, wo man Kindern, Schülerinnen und Schülern spielerisch zeigt, wie Essen geht und dass man Essen auch genießen kann und dass man Essen vor allem auch wertschätzen kann und muss, dann sind es wenige Beispiele, aber ich denke, es sind gute Beispiele. Was soll der Bund denn noch machen? Im Grunde genommen hat er die entscheidenden Projekte seit Jahren vorgelegt, für die Bundesländer sogar mundgerecht vorgelegt. Sie müssen die nur abrufen. Und damit bin ich bei Ihrer eigentlichen Forderung. Sie fordern nämlich in Ihrem Antrag, dass ein Kind, Kita oder Schule in Zukunft vom Bund mit 4,50 Euro unterstützt werden muss. Ja, wenn Sie so weitermachen mit Ihren Forderungen, dann brauchen wir die Bundesländer nicht mehr, dann kann der Bund in Zukunft alles selber bezahlen, denn Bildung ist bis zum heutigen Tag Ländersache. Und auch die Zuständigkeit der Bezahlung des Essens, damit wir uns mal vor Augen halten, die Größenordnung, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber Ihrem letzten Antrag weiß ich, da ging es damals, und jetzt ist ja Kita dazugekommen, um eine zweistellige Milliardensumme. Und das ist jetzt meine Version. Wenn jeder was kriegen soll, dann geht es um eine zweistellige Milliardensumme. Und meine Damen und Herren, ich finde, wir dürfen die Länder hier nicht aus der Verantwortung entlassen. Ich will vielmehr wissen, was machen denn Ihre Bundesländer zu Hause? Welchen Beitrag leisten Sie denn zur Ernährungsbildung, zur Qualität der Schul- oder Kita-Ernährung? Beitrag leisten Sie im Zusammenhang mit der Finanzierung von Schulvernetzungsstellen, die auch im Bund geboren sind? Oder welches Land finanziert zum Beispiel Lernküchen? Das sind Fragen, über die man einmal reden sollte, bevor wir hier leichtfertig
einem Antrag unsere Zustimmung geben. Wir als CDU-CSU lehnen diesen Antrag auf alle Fälle ab. Darf ich Sie mal noch kurz fragen, ob Sie eine Frage der Kollegin Binder noch gestatten? Bitte schön. Sie haben nämlich noch etwas Zeit. Bitte schön. Liebe Frau Kollegin Mortler, also es geht nicht um einen zweistelligen Milliardenbetrag. Es ging in unserem Antrag aus der letzten Legislaturperiode um 8 Milliarden. Es würde in diesem Fall, wir haben deshalb extra diese Tagung veranstaltet, bei der wir wirklich versucht haben, im Detail die Kosten zu ermitteln. Ich lasse Ihnen das gern im Zusammenhang mit der Ausschussberatung dann zukommen, dass Sie sehen, wie sich die einzelnen Kosten zusammensetzen. Und darauf sind wir mit den 4,50 pro Kind im Durchschnitt gekommen. Das würde einen Betrag von ca. 6 Milliarden im Jahr ausmachen. Weitere 2 Milliarden werden durch die Länder und die Kommunen zu bestreiten sein, weil es Trägerkosten gibt. Allein die Vorhaltung von Räumen etc. kostet auch Geld, ist ganz klar. Aber wenn Sie dem gegenüberstellen, was wir an Dienstwagen und anderen Dingen in diesem Land bezuschussen oder durch Steuererleichterungen begünstigen, dann muss ich ehrlich sagen, was ist Ihnen mehr wert? Die Kinder und deren Zukunft und unsere Zukunft damit auch? Oder sowas. Also es ist eine volkswirtschaftliche Rechnung, die man aufstellen kann, wenn ich weiß, dass allein 20 Milliarden für Diabetes pro Jahr aufgewendet werden müssen. Andere ernährungsbedingte Krankheiten sind da noch gar nicht mit erfasst. Dann muss ich doch einfach sagen, im dazu ist das eine gute Investition. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das ernst meinen, was Sie hier sagen und fordern. Ich kann mich erinnern, dass eine zusätzliche Forderung der Einbau von Schulküchen war. Und wenn wir glauben, dass wir dann mit dieser Summe auskommen, dann ist es eine vollkommen falsche Rechnung. Und wenn es um unsere Kinder geht, das dürfen Sie mir glauben, dann kann ich Ihnen als Familienfrau, als dreifache Mutter, als fünffache stolze Großmutter auch sagen, in der Familie muss beginnen, was in Staat und Gesellschaft blühen soll. Und dazu gehört neben Ihrem Antrag, und es ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig, das Vermitteln von Ernährungswissen, das Miteinander kochen, das Miteinander essen, das kostet wenig, das bringt viel und bringt vor allem für unsere Gesellschaft einen hohen Mehrwert. Dafür sollten wir kämpfen, dafür kämpfe zumindest ich. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Mortler. Dann hat jetzt als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt die Kollegin